Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Wie man im Titel schon lesen kann, hat DICE es mal wieder geschafft und aus Versehen fast die kompletten Informationen zur nächsten Season geleakt. Also schauen wir uns heute mal diese Leaks und alle neuen offiziellen Informationen dazu genau an. Fangen wir erstmal mit den offiziellen Infos an. Season 6 wird Dark Creations heißen und released am 10. Oktober. Mit der Season sollen unter anderem auch einige Quality of Life Verbesserungen kommen, die DICE auch schon ein bisschen gezeigt hat. In 3 Videos haben sie dazu zuerst mal Veränderungen an den Panzern gezeigt. Die Physik und das Fahrverhalten wurden dabei ziemlich stark angepasst. Die Physik ist natürlich fürs Gameplay relativ egal, aber die Änderungen am Fahrverhalten haben tatsächlich einen größeren Einfluss. Da haben sie als erstes mal den Widerstand am Boden verringert und die Kraft vom Motor erhöht, wodurch sich die Panzer deutlich schneller und wendiger anfühlen sollten. Ein großer Fokus waren auch die Beschleunigungskurven, die es deutlich realistischer sein sollten. Dadurch muss man sich laut DICE mehr darum kümmern, dass man zum Beispiel seine Geschwindigkeit anpasst, wenn man in eine Kurve will. Außerdem sollen die Panzer auch nicht direkt anhalten, wenn man vom Gas lässt, sondern sollen ein bisschen weiter rollen, so ähnlich wie es auch in vorigen Battlefield-Teilen war. Eine weitere Sache, die sich die meisten ja schon seit Ewigkeiten wünschen und jetzt endlich mal kommt, ist ein Nerf für den Torpanzer. Eines der Hauptprobleme von dem ist ja, dass er vor allem Helis einfach across the map weghauen kann und ist wirklich einfach. Das führt dazu, dass Tortanks ziemlich gerne einfach im Spawn rumstehen und von da aus rumsnipen, anstatt tatsächlich was Nützliches fürs Team zu machen. Deswegen haben sie jetzt den Damage von dem Geschoss auf die Helis reduziert, wodurch man Jets, Nightbirds und Stealth Helis jetzt nur noch auf maximal 330 Meter one-shotten kann und Attack Helis auf 280 Meter. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache für die Helis, aber es löst das Problem jetzt nicht wirklich an der Wurzel. Es wird nämlich nach wie vor gut möglich sein, den Playstyle zu nutzen, weil 330 Meter ist keine kurze Distanz ist und sie ja trotzdem noch den gleichen Schaden auf alle anderen Sachen machen. Also meiner Meinung nach müssen sie wirklich noch ein bisschen mehr verändern an diesem Panzer, weil das halt einfach ein bisschen schwieriger zu benutzen ist und vor allem auf diese langen Distanzen. Neben diesen Änderungen sollen dann wie üblich aber auch noch viele weitere kommen, also kommt dann wahrscheinlich auch wieder ein größerer Patch zum Season Release, aber dazu wissen wir noch nichts genaueres. Dann kommen wir jetzt aber auch mal zu den Leaks und dem gestern releaseden Trailer. Der cinematische Trailer zu Season 6 wurde ja gestern um 5 Uhr released und keine 5 Minuten später wurden im Battlefield Subreddit Bilder gepostet vom chinesischen Battlefield-Account, der einfach mal die Hälfte der Informationen zu früh rausgegeben hat. Auf jeden Fall konnte man jetzt aber dank den Leaks zusammen mit dem Trailer auch schon einige Informationen rauslesen. Die neue Karte wird ja, wie ich schon im letzten Video besprochen hatte, auf einer Insel vor Schottland spielen. Das Setting hat ein bisschen ein Horror-Theme, denn auf dieser Insel befindet sich ein Testlabor, in das Notepads entführt wurden und dann irgendwie verändert wurden. Dadurch sind die Leute dann zu so einer Art Zombie-Supersoldat geworden, wie man im Trailer überall sehen kann. Ob das irgendwie Gameplay-relevant ist, weiß man noch nicht, aber ich würde mal nicht davon ausgehen. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass sie nochmal so eine Art Zombie-Modus machen, wie damals kurz nach Release in Portal mal drin war. Aber ob sie es nochmal riskieren, wie damals, so eine krasse XP-Farm zu machen, ist natürlich fraglich. Was man im Trailer aber ganz gut sehen konnte, war die neue Map und die ist genau wie ich vermutet hatte, anscheinend an Operation Locker aus BF4 angelehnt. Man kann hier nämlich vor allem viele enge Gänge sehen, die laut den geleakten Infos klaustrophobische Close-Quarters-Kämpfe bringen sollen. Ob die jetzt tatsächlich so gut wie locker funktionieren oder ob es einfach nicht besonders gut designte, lineare Gänge sind, wie zum Beispiel bei Operation Underground aus BF5 oder auch bei Exposure, weiß man aber natürlich noch nicht. Es gibt aber auf dieser Map nicht nur enge Gänge, sondern auch so eine Art Biodome. Das ist diese Glaskuppel, die man schon von der Player-Card aus dem letzten Easter Egg herkennt. Darunter ist dann so eine Art Dschungel, wo auch einige Häuser zu finden sind. Das Gebiet sieht für mich aber zumindest mal jetzt nicht so groß aus, das könnte also so ein bisschen wie dieser mittlere Raum auf Locker sein, wo der Turm in der Mitte drin steht. So wie ich das sehen konnte, war die Map auf jeden Fall auch zu klein, um da wirklich Fahrzeuge zuzulassen, also würde ich davon ausgehen, dass das hier eine Infanterie-Only-Map sein wird. Wie man DICE so kennt, könnten die da aber natürlich trotzdem noch einen Panzer oder sowas reindrücken, muss man da also mal schauen, wenn wir mehr Infos bekommen. Ich bin bis jetzt aber auf jeden Fall mal noch nicht allzu überzeugt von der Karte, vor allem wegen der Visibility und dem potenziellen Clusterfuck, den man mit dem 2050 Gameplay auf so einer Karte haben könnte. Vor allem mit Spezialisten wie Zane, den ganzen Granaten und den unendlichen Granaten von Sunlands könnte das Ganze echt unangenehm werden. In Season 1 war das ja damals auch schon ein ziemliches Problem und da gab es noch nicht mal Zane und Irish war auch noch nicht genervt damals. Ich sag's ja schon gefühlt seit 2 Jahren wirklich jedes Mal, aber mir wäre es wirklich am liebsten, wenn sie einfach mal eine vernünftige Stadtkarte machen würden, zum Beispiel wie Sand Crossing, Grand Bazaar, Strike at Karkand oder auch sowas wie Sharky Peninsula. Dieses komplette Meat Grinder Gameplay, was Locker oder auch Metro bieten, haben wir halt eigentlich auch schon teilweise in 2040 mit Maps wie Stranded, Exposure oder auch Spearhead und durch Modi wie 128 Spiele Rush. Und deswegen verstehe ich halt nicht so wirklich, warum sie jetzt nochmal so eine Map reinhauen, die ungefähr das gleiche bietet, während halt nach wie vor keine einzige urbane Karte im Spiel ist, was sich auch echt viele Spieler wünschen würden. Dann kommen wir aber auch schon mal zum nächsten Thema, denn neben der Map konnte man im Trailer und im Bild auch noch einiges über die neuen Waffen sehen. Davon gibt es wieder 3 bzw. 2 Stück.
Die erste ist das VHX-D3 Sturmgewehr, was die Waffe mit der großen Schiene obendrauf sein dürfte. Die ist anscheinend von der kroatischen VHS-2 inspiriert, die so ähnlich wie die FAMAS aussieht. Die hat einen echten Feuerrate von 58 Kugeln pro Minute, dürfte also wahrscheinlich so ähnlich sein wie die M16A3, die einen 830er Feuerrate hat. Im Magazin hat sie standardmäßig 30 Schuss und ansonsten weiß man noch nicht viel über die Waffe. Die zweite neue Waffe ist das G428DMR. Bei der weiß man noch nicht genau, was das reale Äquivalent ist, also wenn es jemand von euch weiß, gerne einen Kommentar da lassen. Und zuletzt, die dritte Waffe ist eine Pistole, die in-game L9CZ genannt wird. Das sind echt die tschechische Laugo Alien Pistol, die so ein bisschen futuristisch aussehen soll. Die hat standardmäßig 17 Schuss im Magazin, aber zu der Feuerrate konnte ich noch nichts finden. Also habe ich zusammengefasst diese Season leider nur wieder nur zwei richtige Waffen und für die DMR habe ich eher weniger Hoffnung, wenn man sich mal die DM7 anschaut, die wahrscheinlich relativ ähnlich sein wird. Ich hoffe aber ein bisschen, dass diese Season jetzt mal wieder neue Vault-Waffen kommen, das hat meiner Meinung nach wirklich bei Season 5 echt gefehlt und hat die geringe Waffenanzahl in der Season halt einfach noch stärker hervorgehoben. Als nächstes haben wir dann auch noch was Interessantes, denn wir bekommen dieses Mal wieder zwei neue Gadgets in Season 6. Und zwar sind das die Medi- und Munibeutel, die man zum Beispiel aus BF4, 1 und 5 kennt. Die soll man wohl genau wie in den Spielen auch Teammates zuwerfen können, wenn es auch tatsächlich so funktioniert wie damals, also dass man da wirklich einfach nur grob in die Richtung ziehen und die Taste drücken muss, wäre das auf jeden Fall eine nice Sache. Weil mich persönlich fuckt es immer ziemlich ab mit Falk, dass du halt wirklich immer ganz genau auf den Teammate ziehen musst und oft läuft halt gerade in der Millisekunde dann woanders hin oder der Sidesteppt halt die ganze Zeit und du triffst ihn deswegen einfach nicht. Wenn sie die Taschen also so wieder reinbringen, sollten sie es auf jeden Fall auch wie in B5 machen, dass du einfach über dem Teammate sein musst, der halt was braucht, dann einfach die Q-Taste drückst und dann fliegt das Ding instant zu dem hin und das ist eigentlich für mich wirklich so die angenehmste Lösung für das Ganze. Diese Season soll es auch im Gegensatz zur letzten ein neues Fahrzeug ins Spiel kommen. Da wurde ja schon länger spekuliert, dass wir jetzt endlich mal einen weiteren Jet bekommen sollen. Aber das wird anscheinend nicht der Fall sein, denn wir bekommen stattdessen das YUV-2 Dragonfly, wie man aus dem leakten Bild erfahren konnte. Einige Leute auf Reddit haben dann auch direkt rausgefunden, dass es sich hier vermutlich um eine Art Hoverbike handelt. Das ist im Prinzip wie ein Motorrad oder ein Quad mit vier Propellern, durch die man dann einen Meter oder so über den Boden fliegen kann. Ob das Teil dann auch tatsächlich höher fliegen kann und ob da Waffen dran sind oder sowas, weiß man bis jetzt aber noch nicht. Und zuletzt stand dann auch noch in dem Bild, dass wir wie üblich einen neuen Battle Pass bekommen werden mit 100 Stufen. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich jedem klar gewesen sein. Für mich persönlich wirkt die Season 6 insgesamt auch wieder relativ schwach. Nur zwei richtige Waffen, kein richtiges neues Fahrzeug und nur eine Map ist natürlich wie üblich viel zu wenig Content. Wie gut die neue Map sein wird, muss man natürlich abwarten, aber ich habe da jetzt nicht allzu viel Hoffnung. Während Season 5 hat man es ja echt krass gesehen, wie die Spielerzahlen zurückgegangen sind und wir waren da teilweise schon fast auf dem Level wie damals vor Season 1, als es selbst mit Cosplay schon schwierig wurde, volle Lobbys zu finden. So wie es aussieht, will DICE das Spiel ja eigentlich noch eine Weile weiter supporten, also wenn sie wollen, dass wir DICE nicht nochmal zwei Jahre lang oder sowas mit gerade mal 5000 Spielern rumkrebsen, müssen sie da bald wirklich was Substanzielleres abliefern. Über größere neue Features und Änderungen wurde bis jetzt auch noch gar nichts gesagt, also würde ich mal nicht davon ausgehen, dass wir da wirklich was Signifikantes sehen werden. Wie einer der Entwickler, der für die Fahrzeuge zuständig ist, aber schon ein paar Mal geteased hat, sollen wohl mit der Season 6 auch noch mehr Fahrzeuganpassungen kommen. Außerdem kommt natürlich auch noch mit der neuen Season der neue EA Anti-Cheat, den ich ja im letzten Video schon genauer besprochen hatte. Ich hoffe einfach mal, dass der große Patch zum Season-Start dann auch noch ein paar wichtige Änderungen beinhaltet, weil ein bisschen frischer Wind hätte das Spiel aktuell wirklich mal nötig. Und damit war es dann aber auch mal von mir. Haut gerne eure Meinung zu der neuen Season in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, haut rein!